Liang Yu und Han Yu sind zu Hause. Tante Peggy ist zu Besuch. Die drei machen eine ganz wilde Kissenschlacht. Nur ohne Kissen. Dafür haben sie Baumwollflocken. Liang Yu und Han Yu haben sich versteckt. Daneben. Das macht Spaß. Tante Peggy mindestens so viel wie Liang Yu. Liang Yu hat was ganz Besonderes vor. Sie will richtig dick mit den Baumwollflocken zugedeckt werden. Ganz schön viel Arbeit für Han Yu und Tante Peggy. Fertig. Und tada! Das war ein Spaß. Wie schön, dass die beiden Kuscheltierschnecken mit so vielen Baumwollflocken gefüllt waren. Und die werden jetzt aufgeräumt. Für die nächste Baumwollflockenschlacht.